Also heute ist der letzte Tag, da könnt ihr noch, habt ihr nochmal die Chance vorher zu subscriben, dass ihr morgen um 16 Uhr pünktlich, wenn der Server online geht, draufkommt. Und ansonsten müsst ihr euch morgen wahrscheinlich mit einer Wartezeit ab. Let's start again. Moin, ihr Zerberster und Zerbersterinnen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, wie ihr schon im Titel entnehmen konntet, geht es hierbei um Minecraft Legends. Für den einen oder anderen sollte der Name noch etwas aussagen. Und für die Leute, für die es nicht tut, ich würde euch einfach nur raten, genießt einfach jetzt mal die Kulisse hier so im Hintergrund, in der ich mich so ein bisschen bewege, während ich ein bisschen was erzähle. Und zwar haben wir nämlich vor gut einem Jahr mit Minecraft Legends begonnen. Das war ein Community-Projekt oder ist noch immer ein Community-Projekt am Anfang gewesen. Und ich mache direkt mal den Shader raus, weil sonst leckt das hier die ganze Zeit, weil er die Chunks wie bekloppt laden muss, weil wir uns hier auf einem riesigen Gebiet gerade befinden. Und ja, wir haben damals damit angefangen und dann gab es so Wildcards, die man gewinnen konnte, indem man den Livestream sehr aktiv verfolgt hat und damit dann ins Projekt reingefunden hat. So, und es ist mittlerweile so, dass dieser Server für ein Jahr lief und gesponsert wurde durch G-Portal. Und natürlich werden uns auch weiterhin Server von G-Portal gesponsert. Aber die Sache ist halt die, wir bauen momentan ein riesiges Legend Online auf, was wirklich in Richtung MMO gehen soll in Minecraft. Und für ordentlich Dampf mal wieder sorgen soll, dass man wieder richtig Bock hat und mal was ganz Neues, Freshes erleben kann. Und dafür entstehen zurzeit einige Kosten und wir haben ein riesen Team und ich möchte gerne dem Team auch gerne etwas wiedergeben. Und somit sind wir zum Entschluss gekommen, da wir die Ressourcen vom jetzigen Minecraft Legend, was läuft, was nicht mal ansatzweise so wird wie das, was ich euch jetzt gerade zeige, weil wir die Ressourcen davon sonst eh so oder so genutzt hätten und den Server offline genommen hätten, sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir daraus einen Subscriber-Server machen, der jetzt morgen um 16 Uhr starten wird. Das heißt, jeder, der jetzt ab sofort Subscriber bei mir wird, kann auf diesem Server spielen. Das ist kein normales Minecraft. Man muss dort, ja, um es mal kurz und knapp zu erklären, man muss dort sich am Anfang zwischen einer von vier Fraktionen entscheiden. Das sind Menschen, Zandaren, Zwerge und Elfen. Und jede Fraktion hat ihre eigene Bauwelt. Das heißt, die Elfen, die bauen in so einem Wald. Die bauen dann eher so Baumhäuser und so ein Kram. Die Zwerge bauen eher in den Bergen mit so Höhlen und riesigen Hallen und so ein Kram. Die Menschen bauen halt, ja, in einem ganz normalen, in einer ganz normalen Landschaft, so menschliche Gebäude, halt Häuser, Schlösser, Burgen etc. pp. Und die Zandaren, die bauen unter Wasser im Ozean. Und es gibt eine Farmwelt, in der sind die Ressourcen sehr, sehr knapp. Also es gibt dort relativ selten zum Beispiel Diamanten. Die findet man wirklich ultra selten, also wenn man in Legend komplett Full Dia ist, ist man schon mega OP, mit besten Verzauberungen ist das übelst krank. Und ja, Eisen gehört eher so zur Standardausrüstung oder sagen wir mal auch zur eher höherwertigen Rüstung. Und ich sag mal Lederausrüstung, das ist eher so der Standard. Denn es gibt dort auch PvP, denn täglich findet 8-mal eine Schlacht um einen Außenposten statt, einen sogenannten Außenposten. Und jeden zweiten Tag öffnet sich auf der Außenpostenkarte, also in der Mitte muss man sich vorstellen, wie so ein riesiger Tempel, ein Heiligtum. Und darum kämpft man. Und wenn man so einen Außenposten oder Heiligtum einnimmt, kriegt man Kisten mit Loot. Beim Außenposten ist das immer eine einzige Kiste, da sind immer so Dia-Sachen drin, also relativ wertvolle Dinge. Und im Heiligtum befinden sich gleich 8 Kisten. Und man kriegt einen extra Buff für die Farmwelt. Das heißt, Entschuldigung. Das heißt, die Fraktion, die das Heiligtum einnimmt, kriegt in der Farmwelt einen Buff, dass sie schneller zum Beispiel Steine abbauen können, wie Haste. Also Haste 2 dauerhaft für 24 Stunden. Und die Fraktion, die den Nexus gewinnt, die hat sonst immer eine Sonderfarmwelt bekommen. Wir müssen mal schauen, wie wir das machen. Eventuell werden wir das jetzt immer so machen, dass es eine manuelle Belohnung gibt, wenn eine Fraktion den Nexus gewinnt. Der findet nämlich einmal pro Woche sonntags immer statt, um 16 Uhr. Da geht es darum, dass man in einer riesigen Anlage eine Flagge einnimmt. Und ja, da sind teilweise bis zu 300 Spieler in dieser Schlacht. Da geht es richtig hart zur Sache und macht übelst viel Bock. Das ist einfach nur Gemetzel ohne Ende, um es mal so auszudrücken. Und es hat echt übelst viel Spaß immer gemacht. Und ich freue mich einfach, dass so viele Leute momentan Bock auf Legend haben. Und wie gesagt, wer Lust hat, kann ja heute gerne im Livestream einschalten. Denn heute um 16 Uhr gibt es einen weiteren Livestream. Und ja, wenn ihr heute oder morgen subscribt, seid ihr dann dabei. Ich kann nur den Tipp geben. Also heute ist der letzte Tag. Da könnt ihr noch, habt ihr nochmal die Chance vorher zu subscriben, dass ihr morgen um 16 Uhr pünktlich, wenn der Server online geht, draufkommt.
Und ansonsten müsst ihr euch morgen wahrscheinlich mit einer Wartezeit abgeben. Das heißt, je nachdem, wann ihr subscribt, kann es sein, dass ihr morgen erst nach 2-3 Stunden oder so draufkommt, wenn ihr subscribed habt, weil das halt einfach übelst lange Bearbeitungszeit haben wird, denn unsere Ressourcen sind auch begrenzt, ja, also das heißt, die Moderatoren, die verfügbar sind, die können halt nicht 500 Leute gleichzeitig verwalten, wenn so viele auf den Server wollen und, ja, wie gesagt halt, wer Bock hat, da mitzumachen, kann sich ja gerne, dann heute per Sub anmelden. Und ansonsten für die Leute, die jetzt die Frage stellen, wie das ist, weil vorher haben wir das Projekt ein Jahr lang umsonst angeboten. Um das mal ganz kurz zu erklären, ich kann die Ansicht einiger Leute verstehen, dass sie sagen, okay, 5 Euro im Monat möchte ich jetzt nicht ungern für den Server bezahlen, aber man muss auch das Paket dahinter sehen. Die Leute kriegen so gesehen einen Exklusivserver geboten und nein, es ist kein Pay-to-Play in meinen Augen. In meinen Augen ist es eher einfach, ja, wir versuchen jetzt halt einfach mit dem Geld, was wir dort kriegen, gewisse Dinge zu finanzieren, um einen noch besseren Server aufziehen zu können. Und man muss auch die Arbeit hinter der ganzen Sache sehen. Ich habe das ganze Team dafür organisiert. Ihr habt ja gestern schon teilweise der ein oder andere im Livestream gesehen. Oder guckt euch das mal an, was hier gebaut wurde, ja. Ich kann auch mal zu den Schiffen gehen, damit die nochmal die Leute sehen. Dafür braucht man schon relativ wirklich richtig, richtig gute Leute. Und natürlich hat das Team auch zum Teil selbst andere Leute organisiert. Aber es steckt halt hinter allem eine riesen Organisation. Das sind jetzt hier die Muster nur von den Schiffen. Und die Arbeit haben wir halt auch, ne. Wir müssen halt das Bauteam organisieren, die Programmierer, da müssen die ganzen Supporter organisiert werden, der Server, da steckt halt richtig viel Organisation und Arbeit hinter und ich sag mal so, 5 Euro im Monat dafür finde ich jetzt eigentlich nicht übertrieben, ja, zumal man auch noch andere Vorteile bekommt, die sich auf die Twitch-Vorteile beziehen. An der Stelle nochmal ganz kurz, ganz klar die Aussage, der Server, dieser MC Legends Server ist keine Pflichtgeschichte, die wir euch jetzt, sage ich mal, für den Sub geben. Das ist eine reine, freie Entscheidung. Wir haben gesagt, wenn jemand subscribt, werden wir diesen Server anbieten. Aber es kann auch mal passieren, dass der Server einfach mal ein paar Tage offline ist, weil wir vielleicht Arbeiten dran machen oder so. Also nicht, dass irgendjemand ankommt und sagt, ja, hier, ich habe subscribed. Jetzt will ich aber, dass ich auf den Server kann, ne? Also wir haben noch immer da die freie Entscheidung drüber, wer auf dem Server spielen darf und wer nicht. Weil zum Beispiel, wenn jemand nämlich hackt oder sich nicht benimmt, kann es auch sein, dass er rausfliegt. Egal, ob er Subscriber ist. Das heißt, ihr müsst euch schon benehmen. Ne? Und deswegen nochmal an der Stelle, es ist eine freie Leistung, die wir einfach dazu gebracht haben. Und da hat niemand, auch wenn er Subscriber ist, einfach einen festen Anspruch drauf. Einen festen Anspruch habt ihr auf die Dinge, die dann da stehen, wenn ihr subscribt, nämlich wie die Icons und das Logo vor eurem Namen. Das steht ja exklusiv dabei bei Twitch und der Server steht da nicht mit in der Liste drin. Das ist eine freie Sache, die wir entschieden haben. Und ja, wie gesagt halt, wenn wir genügend Programmierer auch kriegen, vielleicht kommen ja jetzt demnächst noch mal ein paar Bewerbungen rein, wollen wir je nachdem schauen, dass wir den Subscriber-Server nebenbei ein bisschen weiterentwickeln lassen. Dass dann das Sockelstein-System und so reinkommt. Also es gab schon ziemlich coole Features, das wissen einige und ja, das Spiel verspricht auf jeden Fall eine lange Motivation. Vor allen Dingen, da es jetzt noch mal von vorne losgeht, heißt, dass das noch mal eine Menge gemacht werden muss. Und es haben sich sogar schon ein paar YouTuber gemeldet und gefragt, ob sie auch wieder auf dem Server dann spielen dürfen und gar kein Problem. Ist völlig okay für mich und deshalb würde ich sagen, liebe Freunde, werden wir auf jeden Fall ordentlich für Action sorgen und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf und guckt euch das einfach mal an, ja. Wie gesagt, halt das Bauteam, die geben sich hier ordentlich Mühe, die bauen hier richtig, richtig krasse Sachen. Ich würde euch gerne noch mehr zeigen, aber alleine das sind ja nur die Schiffe und da sind die schon seit Wochen dran und wie gesagt, halt, wir haben die ganze Organisation und ich finde, dafür 5 Euro im Monat zu verlangen, ist auch nicht zu viel und in meinen Augen ist es auch kein Pay-to-Play. Und ja, nochmal ganz kurz auf die Sache zurückzukommen, die Einnahmen zum Beispiel, davon werden jetzt in Zukunft dann unsere Devs, unsere Programmierer ein wenig entlohnt, die kriegen erstmal eine Art kleines Taschengeld für ihre Arbeit und zum Beispiel so Sachen auch wie jetzt dieses Jahr wollen ganz viele von der Leitung, also Bauteamleitung und Programmierleitung zur Gamescom und die könnten sich zum Beispiel eine Unterkunft für die komplette Gamescom gar nicht leisten, weil die einfach mal 1000 Euro kostet und da habe ich gesagt, okay, passt auf, dafür, dass ihr hier so viel Arbeit leistet und mir helft, meine Idee zu realisieren, helfe ich euch, das zu realisieren und zahle einfach 700 Euro zu der Unterkunft dazu, dass die so gesehen nur noch mit 8 Mann sich irgendwie 300 Euro teilen müssen, das heißt für jeden irgendwie 40, 50 Euro und das kann jeder auf jeden Fall dicker auftreiben von denen und ich habe dann einfach gesagt, komm, ich zahle die 700 Euro euch, ja, und solche Sachen werden dadurch dann finanziert und der Server halt
Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, weil so motiviert man auch sein Team, dass die einen Sinn hinter der ganzen Sache sehen, weil es ist immer doof, umsonst für jemanden irgendwie so eine Arbeit hier zu leisten. Und da kann ich auch völlig verstehen, dass der ein oder andere sich auch mal über eine Kleinigkeit freuen würde. Und deshalb, ich denke mal, der größte Teil von euch versteht das so oder so. Wünsche ich allen, die morgen um 16 Uhr bei Legend mit dabei sind, ganz viel Spaß. Ich werde es auch die ersten 2-3 Stunden wahrscheinlich streamen und anfangen zu zocken. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich der nächste Anlauf entwickelt. Und Minecraft Legend Online wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber dann geht's richtig ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare eure Meinung zu der ganzen Sache. Ich habe das jetzt einfach mal meinen Standpunkt sehr sachlich und vernünftig versucht zu erklären. Und ich hoffe, dass das jetzt viele nachvollziehen können und einfach sagen, okay, man muss ja auch irgendwo sagen, der Kevin hat den Server für ein Jahr lang uns gesponsert, so gesehen, und wir konnten umsonst drauf spielen. Und ich fände es ganz cool, wenn einige den Respekt hätten und wenigstens etwas dankbar dafür wären. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder und viel Spaß an alle, die morgen hier zocken werden. Danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.